So, mein Lieben, sind wir wieder hier. Schön, machen wir jetzt hier alles weiter. So, das ist schon Tag 32, 23. April. Und das ist schon eine 10. Unterrichtsstunde. Und wie viele Tage haben wir noch aus der Schule? Ja, so knapp über 60, ja. So, 62, 63. Das hängt davon ab, wie du das rechnest. So. Erstens, guten Tag, hallo, wunderbar, Sonnenschein, alles ist super, okay? So, folgendes, Leute, so Thema, unser letztes Thema ist eigentlich in diesem Schuljahr unsere exponentielle Sachen, exponentielles Wachstum, ja? Und gehen wir jetzt hier durch die Aufgaben, was wir hier als Hausaufgabe vor den Ferien hier gehabt haben. Einige haben das versucht und leider sehr wenige haben das versucht hier zu lösen. Ja, gut. Also, jeder schaut das mal an. So, vergleichst du das, was du gemacht hast. Wenn du nichts gemacht hast, schreibst du alles schön ab, schickst du das mir und dann sind wir ein bisschen weiter. So, also, in dem ersten, die erste Aufgabe ging um ein Sparbuch. Ja, du legst 800 Euro auf deinem Sparbuch, ja, und dann fragst du, wie viel Geld habe ich nach 23 Jahren? Ja, also es gibt keinen Mensch, der im Sparbuch 23 Jahren das Geld liegen lässt, aber ab und zu mal kann man so nachdenken. So, wir haben keine Zinssätze, aber nehmen wir an, in alten Zeiten gab es noch Zinssatz, 1,5 Euro pro Jahr. So, alles ist nur Mathematik, ja, die Realität sieht anders aus. So, also das Problem ist jetzt hier nicht so kompliziert. Du legst 800 Euro auf deinem Sparbuch, bekommst du jeden Jahr 1,5%, ja, und dann fragst du dich, wie viel Geld habe ich nach 21 Jahren? Ja, so, ist es schwer? Na, natürlich nicht schwer. So, also, Nico sagt, was ist gegeben? Anfangsguthaben, ja, das haben wir als G0 genannt. Guthaben, G0, ja, das ist 0, ja. 800, Zinssatz, ja, das ist eine Formelsammlung, siehst du, das ist da, P, 1,5%. Und die Zeit, ja, das kennen wir immer, T, 23. Ja, so, okay. Was ist gesucht? Ja, das ist in der Aufgabe drin. Ich suche die G nach 23 Jahren. Also wie viel Guthaben habe ich nach 23 Jahren? So, okay. Wie löst man so eine Aufgabe? Ja, okay. Blätterst du zurück in dein Papierchen, ja. Derjenige, der es nicht hat, ja, dann musst du das richtige Video, dann musst du die richtige Seite da finden. Ist alles da in der Materialsammlung. So, also. Dein Guthaben nach T Jahren, ja, nach 5 Jahren, 10 Jahren, 1000 Jahren, 1 Million Jahren, egal, nach einer bestimmten Zeit, rechnest du so aus, du nimmst den ersten Wert, ja, damit fängst du an. Das ist völlig logisch, ja, das erste Geld, was du in dem Konto gelegt hast, das ist die G0, ja. So, und das multiplizierst und es ist ganz einfach. 1 plus, da ist der Zinssatz, ja, so, der P, ohne den Zinszeichen, dividierst du mit 100, ja, hoch T, ja, also hoch 100, ja, exponentiell ist 100, ganz einfach, ne, Nico hat auch gesagt, ja, voll easy, ja, dann müssen wir einfach nur reinsetzen, so, also, wie viel Geld habe ich jetzt hier, nach 23, oder so können Sie so schreiben, 23 Jahren, so, also 800, 1 plus, hier schreibst du die 1,5 rein, du würdest 100, 23. Ja, das war hier angegeben. 800, 1,5, 23. Da muss man einfach ausrechnen. Also Nico kann das im Kopf. Ja, ich kann das nicht im Kopf. Ja, ich brauche diese Taschenrechner. Ja, ganz Heide. Für Heide machen wir das mal hier. So, also 1,5 durch 100 ist 0,015. So. Das addieren wir jetzt zusammen, 800, war es 800 oder 8000, ne, 800, ja genau, 800, das ist 1,015 hoch 23, ja, so, und das kannst du jetzt in Taschenrechner reintippen, ja, und du hast jetzt, du hast diese Taschenrechner, ja, das ist voll coole, super Taschenrechner, ich hatte damals sowas nicht, ja, ich musste das ganze Ding 23 mal zusammen multiplizieren, bei euch, gibt es diese Taste hier, ja, X und ein kleines Kästchen da, ja, was machst du da? Nico weiß es schon, so, voll, wenn du jetzt hier sage, okay, ich zum Beispiel die 2,
2 hoch 3. Ja, 2 hoch 3, also der 2 habe ich schon gedruckt. So, hier rein. So, das ist es, da blinkt es schon und da muss ich einfach nur 3 drücken. Ja, 2 hoch 3. Wie viel ist das? 8. Ja, klar. 2 mal 2 mal 2 ist 8. Ja, so einfach kannst du damit rechnen. Ja? Und so kannst du es da rechnen. Was kommt raus? 1126 Euro. So, und dann machst du einfach einen Antwortsatz. Ich habe 1123,7 Euro nach 23 Jahren auf meinem Konto. Basta. Ist das schwer? Nein. So, okay. Was war dann die nächste Aufgabe? Das waren die mit den Bakterien. Ja, Bakterien können schnell wachsen. Aber nur so lang, bis sie Futter haben. Ja? Wenn die keine Futter haben, wenn alles aufgefressen haben, dann sterben sie. Ja, okay, also sei vorsichtig mit diesen Wachstumssachen. Es geht nicht bis Unendlichkeit. So, haben wir einen Anfangsbestand? Wir haben immer Anfangs. Also bei Wachstum fangen wir immer mit irgendetwas an. Wenn es der Anfangsbestand ist 0, dann passiert nichts. Ja? Von 0 wird immer 0. Ja? Also wir brauchen wenigstens eine Bakterie. In diesem Fall hatten wir 100 Bakterien. Sehr gut. Ja, der Wachstumsfaktor, ja, war den 1,4 pro Tag. Jetzt müssen wir immer aufpassen, wie schnell wächst. Pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr. Oder Bakterien wachsen ziemlich schnell. Ja, deshalb benutzen wir das pro Tag. Das 1,4-fache haben wir nach einem Tag. Was heißt das? Das kannst du zum Beispiel im Kopf ausrechnen. Nach einem Tag, also ein Tag später, nach 24 Stunden, aus 100 haben wir schon 140 Bakterien, ja, innerhalb von einem Tag 40 mehr, ja, und so geht es dann weiter. So, okay, die Frage ist, nach wie vielen Tagen gibt es mehr als 1 Million Bakterien, ja, so, boah, okay, das ist eine gute Frage, ja, so, wie macht man das? Also, was ist gegeben? Anfangsbestand, G0, 100 Bakterien. Wachstumsfaktor Q 1,4. Ja? Was wird gesucht? Wie viele Tage? Wie viele Tage? Nach wie vielen Tagen habe ich hier den Bakterienbestand, also GN, ist über 1 Million. Ja? So, das kann nicht mal Nico im Kopf ausrechnen. Ja? Aber ich weiß es schon, wie man sowas macht. Das ist wieder voll easy. Ja? Also der GN, ja? GN, berechnen wir so. Anfangsbestand, also G0, 100 Bakterien, Wachstumsfaktor 1,4 hoch N. Ja? Und das hier, ja, das hier ist mehr als 1 Million. So, und jetzt fragen wir, wie groß ist N? Nach wie vielen Tagen ist es mehr als 1 Million? Okay, Leute, das machen wir mit euch voll easy. Wir lösen dieses Problem mit Probieren. Ja, wir lösen mit dem Probieren. Ja, was heißt es denn? Wir nehmen erstmal eine große Zahl. Ja, N zum Beispiel, 100. Dann schauen wir mal nach, wie viele Bakterien haben wir nach 100 Tagen. Es ist voll easy, ne? Also, wir haben 100 Bakterien am ersten Nulltag. Ja, Wachstumsfaktor ist 1,4. Wächst es hoch 100. Also 100 mal 1,4 hoch 100. Das rechnen wir aus. Wieder ein Taschenrechner. So, druckst du es hier rein. So, also 1,4. Dann wieder das lustiges Kästchen. Jups, da rein. Und dann 100 rein. So, schreibt sich das sehr an. Oh, wow, das 10 hoch 14. Ja? Das multiplizierst du noch mit 100. Und dann kommt das hier raus. 4,1 mal 10 hoch 16. Boah, wenn wir es hier rausschreiben. Oh, das ist 1000, 1 Million, oh ja, das ist viel zu groß. 1 Milliarde, 1000 Milliarden, es ist zu groß. Das ist viel, über 1 Million. Das geht nicht. Also wir nehmen jetzt einen niedrigeren N. Ja? Dann nehmen wir zum Beispiel die Hälfte. Ja? Die Hälfte. Na, wie viele Bakterien haben wir nach 50 Tagen? Wenn wir das ist das Gleiche. 100 mal 1,4 hoch 50. Na, langsamer für Heide. Okay. So, also, wie viele Bakterien haben wir nach 50 Tagen? Nehmen wir den Anfangsbestand, das war 100, mal
1,4, das ist unser Wachstumsfaktor, hoch 50. Hoch 50. Tippen wieder in unserem Taschenrechner rein. 1000, 1 Million, 1 Milliarde. Oh, na, das ist wieder zu viel. Ja, so. Aber es ist schon weniger als das. Ja, schon weniger. So, okay, dann nehmen wir wieder ein bisschen kleinere Zahl. Nehmen wir 25. Noch 25. Wie viel Bakterien haben wir noch? 25. Wir haben wieder das gleiche. 100 mal 1,4. 25. Boah, hey, das ist schon weniger als 1 Million, ne? Das ist knapp 1,5 Million. Aha, dann brauchen wir mehr Zeit. Und jetzt machen wir es langsamer, ja? 25, nehmen wir einen Tag zu, ja? 26. Ja, das heißt es denn, es ist nur ein Tag mehr. Ich muss mit 1,4 das multiplizieren. Diese Zahl. Q25. So, also 449.987, also diese Zahl multipliziere ich mit der 1,4. Was bekomme ich? 600. 600.000, ja. Boah, das ist noch immer unter den 1 Million. Also nehme ich einen Tag mehr. 27 Tage, einmal mehr. Vorige Zahl. Multipliziere 1,4. 881.000. Ah, das ist schon größer. Das ist schon größer. Das ist schon größer. Und dann, hey, hier ist es. Nach 28 Tagen, ich multipliziere wieder diese Zahl mit 1,4. 1,2 Millionen. Nach 28 Tagen habe ich mehr als 1 Million. Und dann kannst du hinschreiben. So, nach 28 Tagen steigt die Bakterienzahl über 1 Million. Okay, Leute? So, also diejenige, die das gemacht hat, vergleicht ihre Lösungen. Diejenige, die das nicht gemacht hat, schreibt schön alles hier mit ab. Und ich möchte, dass ihr heute bei mir eincheckt. Ja? Dass ihr da seid, dass ihr es angeschaut habt, dass es euch gut geht, dass ihr seid glücklich seid, dass ihr seid happy seid und dass ihr wünscht mir das Gleiche mir. Okay? So, wir hören auch, voneinander noch heute, ja? Und dann morgen geht es weiter. Also, meine liebste Grüße und Glückwünsche.